Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ja, zu unserem wundervollen Mountain Blade 2 Bannerlord. Ja, wir sind im Krieg mit den Ajarai. Die müssen wir noch ein bisschen zurechtstutzen. Und dementsprechend sind wir da gerade instant auf dem Weg hin. Wo sind unsere Truppen? Da. Dann gehen wir erstmal nach Uthysia. Wir rüsten uns aus. Und gehen dann richtig rein da. Weil die ärgern uns schon etwas länger. Und wir könnten tatsächlich auch unsere Garnison mitnehmen. Wir können Kujats, wir können die Garnison zum Teil mitnehmen, mit in die Schlacht und neue Garnisonen suchen lassen. Wir sind ja eh gerade hier im Krieg. Dass man dem sagt, ey, pass auf, nimm mal mit. Abfahrt. Was kann er denn mitnehmen? Nimm mal die geübte Infanterie mit und die hier. Sucht ein paar Leute zusammen und ich nehme schon mal ein paar mit. Dementsprechend kann ich zur Garnison gehen und einfach mal was mitnehmen. Warum? Na gut. Okay, was können wir... Wir können auch einfach alle mitnehmen. Na gut, außer die etwas schlechteren. Fares, die da, das. Ein paar Katafakte. Ne, die Infanterie, schwere Reiter. Bogenschützen, nehmen wir ein paar Mamelucken, Soldaten und so mit. Ich werde die auch gleich alle verbessern. Ich habe genügend dabei. Die Rekruten können wir mitnehmen. Mamelucken, Kavallerie. Wiegler, Rekruten, Vorreiter. So, ne, so einfach mal so. Ach ne, die Milizdinger können wir mal weglassen. Ja, komm hoch. Die Katze will. Kuscheln. Immer wenn wir aufnehmen. Immer. Ja komm, machen wir das so. Dann machen wir das gleich so, wie wir es... Und wir gehen raus. Gib mir alle deine Truppen. Und wir verteilen die nochmal neu. Apropos alle deine Truppen. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Aber das machen wir gleich. Das korrigieren wir. Ich muss nämlich noch ganz kurz in die Stadt. Zack. So. Und Ihmchen hier. Truppen inspizieren. Danke. Passt. Denn wir brauchen tatsächlich noch Waffen und so weiter. Wir nehmen einfach alles mit, was die haben. Auch wenn es uns ein bisschen mehr kostet. Aber das ist es mir jetzt wert, um unsere Truppen zu verbessern. Oder alle Truppen, die wir jetzt gerade dabei haben. So. Ah ja, genau. Oh Gott, wir haben sehr viele Throwing Pots zum Beispiel. Okay, das ist krass. Mischen wir mal querbeet. Was wäre denn der Stammesangriff? Ah, der könnte zum Infanterieveteran werden. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Schwertschwestern. Die hier. Okay, das... Die rücken auf jeden Fall auf Plätze auf. Das wird sexy. So. Passt. Also Moment. Nehmen wir alle mit. Passt. Die Verbesserungen waren teuer. Gut. Das ist die letzte Verbesserung, die ich machen kann. Aber die geht ab. Jede Truppe, die kein Freiwilliger ist quasi oder sowas, ne, so ein kleiner Truppler, wird uns in der Schlacht mehr helfen können. Nehmen wir einen Vulgentrecher. So, und jetzt können wir Truppen auch wieder verteilen. Oder wenn man es anders? Muss ich mir beibringen, das dann. Puh.
Das wird lustig. Gehen wir erstmal bis 100 hoch. Oh, gut. Jetzt bin ich weit drüber. Mit Truppenführer reden. Ne, Truppen. Truppen spenden, bitte. Danke. Wir gehen immer so bis roundabout 100 hoch. Okay, passt. Genug. Truppen spenden. Laufen wir nicht immer nur mit Blowbobs rum. Sondern auch mal mit anständigen Truppen zum Teil. So. Okay, du kannst ihn nicht mehr tragen. Also bei dir versuchen wir es gar nicht erst. So, dann gehen wir mal hier drauf. Katze, du hängst an meinem Pulli fest. So, es sind halt auch mal ein paar Wieglers dabei und so, ne? So was, was wir so kennen. Aber, ja. Okay, der ist auch voll schon. Ja, das wird ja was. Der kann auch nicht mehr so viele mitnehmen. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir das so verteilen, dass wir voll sind überall. So. Die kann auch 8 mitnehmen. Gott, ich sehe schon, wir müssen gucken, dass wir... Okay, der ist durch. Der ist auch voll, ne? Nun. Nein, falsch. Zeig mal, was du für Truppen hast, die ich ersetzen kann. Weil, muss ja nicht zum Beispiel sowas hier... Oh Gott, was ist denn? Ach, puh. Das war überraschend. Was haben wir denn hier noch so für... Ich guck nur so quer drüber, was wir alles so mitnehmen können, was wir hier nicht brauchen vielleicht. Ach so, wir hätten auch wechseln können sogar, ja, okay. Gönn dir. Wird stocken auf. Den Rest stecke ich in die Garnison. Also, wir brauchen ja nicht jede kleine Fußtruppe quasi. So. Sag mal, was du so hast. Ich sehe hier schon Stammesangehörige, Nomaden. Recke, gut, den können wir noch mitnehmen. Ein Otrok, der ist noch ganz frisch. Ja, gucken wir mal. Kriegst die hier. Und den kriegst du bis voll. Passt. Dann reden wir mit ihm. Sag mal, was du so hast. Blandische Vorhut. Hier sind zum Beispiel Bauern. Ja, der hat auch krasse Sachen zum Teil. Dann gucken wir, was wir noch am Ende haben. Der bekommt eine Truppe. Wow. Und mit ihm würde ich auch gerne nochmal sprechen. Okay. Milizen kannst du rausnehmen. Freiwillige kannst du rausnehmen. Und der hat die etwas schwächeren abbekommen anscheinend. Milizen. Rekrut. Milizen raus. Einberufene raus. Fußsoldaten raus. Die raus. Milizen. Okay. Dich können wir dankenswerterweise hochstocken. Ah, bis wir 200 haben von denen. Oh, voilà. Dann geben wir dich hier 8 davon und bis voll. Perfekt. Und den Rest stecken wir jetzt hier in die Garnison an. Ich hoffe, das reicht. Weil das waren ja schon einige. Und wenn uns welche fehlen, fehlen uns jetzt welche. Yikes.
Zwei davon. Zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Pass. So. Jetzt haben wir eine relativ große Gruppe. Das ist das Schöne dran. Wir sind auf Full. Und jetzt gehen wir kloppen. Das Dingo! Okay. Ich überlege, wohin wir als erstes gehen. Gehen wir erstmal hier hin. Tovir greift ja da unten an. Gönnung. Dann würde ich Barry Hall holen. Wenn Barry Hall halt eher etwas kleiner ist, aber dann haben wir zumindest die Ecke durch, ne? Ich hoffe, die schaffen das. Ah, Wolfsmenschen haben mit uns Frieden geschlossen. Wahrscheinlich, weil die ausgetreten sind. Wir haben Ukba erhalten. Sehr schön. Book Ukba geht an Tassos. Was hat Hashan? Hashan hat was? Burg Remtol. Kahin hat Kasira. Ja gut, Kahin gehört das jetzt. Kahin war ja auch eher ein bisschen größerer Feldherr hier. Bedeutet, also die hatten eine größere Familie. So, wenn wir da jetzt durch sind mit dem Beschuss, das erste, was wir machen, reingehen. So. Wir machen wieder unser trojanisches Pferd, nenne ich es mal. Ich hoffe, es klappt. Okay, ich überlege gerade, wie machen wir das? Erstmal verteilen wir die Truppen richtig. Zack. Okay. Übrigens, wir sollten vielleicht mal unsere Leute verteilen anständig. Verteilen. Hier Spanner. Erhöhter Nahkampfschaden gegen berittene Truppen. Verringert erlittenen Fernkampfangriff. Das ist ein Gott. Okay. Der geht definitiv hier rein. Bardor Eisenauge hat ein Eisenschildbanner. Na, schon durch Fernangriff. Das wird wohl er sein. Müssen wir mal kurz gucken. Schaden durch Nahkampfangriffe, Knappenbanner, Standarte des Zorns, erhöhter Nahkampfangriff haben wir hier auch, Schildschaden, erhöhter Fernkampfschaden, erhöhter Fernkampfschaden. Was kannst du? Was hast? Das Problem ist, ich würde gerne wissen, was der für eine Waffe hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, hier war richtig. Alter, I don't know. Ich glaube, Nahkämpfer. Die auf jeden Fall. Die meisten sind ja Nahkämpfer bei uns. Bardo Eisenauge könnte hier sein. Ich habe keine Ahnung. We Triads. Was soll ich machen? Ja, und wir haben natürlich ganz falsch gemacht. Egal. Ist mir jetzt aber auch ehrlich gesagt relativ. Okay. Wir machen den. Wir machen wieder den Move, den wir sonst so kennen. Oh Gott, ich bleib hängen. Erstmal den NPC ein bisschen überlasten. Okay, das ist ja fast schon
fast schon fahrlässig. Ey. Okay. Was machen die denn? Okay, die sind eigenständig geworden, okay. Bleib doch einfach da stehen, Alter. Bitte einfach nur stehen bleiben. Ich will doch nur hier die Tür öffnen. Und jetzt könnt ihr mir gerne folgen. Und ich halte die Stellung. So, jetzt sind wir durch. Los geht's. Stimmt, das Ding hier. Ah. Irgendwie ist das leise geworden. So. Hör, May. Eigentlich wäre es am sexiesten, wenn die sich hier hinstellen. Und hier hinstellen. Weil da haben sie die meisten Möglichkeiten. Wenn die sich da oben hinstellen, ist vorbei. Ja, ich glaube, zwei Leute. Hier, May. Na, wie sieht's aus? Schön. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Also, wir haben die halt einfach nur geflutet am Ende. Ach ja, das können die da machen, die Elite-Katafraktreiter. Oh, wir haben einen verloren. Ah, ja. Wir haben den Emir. Irgendein Emir. Ich kenne den Emir nicht. Gnade zeigen, wir kennen es. Ah, ich hab's jetzt für mich beanschlagt. Ach egal. Können wir irgendjemanden mal verschenken. Gut, passt. Die Schlacht war unser. Wir gehen jetzt sehr offensiv gegen die vor. Und ich hole mir jetzt Iakis. Es hat jetzt lang genug gedauert, dass wir da mal irgendwann mal hochrennen und drauf knüppeln auf die Gegner. So. Und wir führen die Schlacht an. So, los geht's. Oh Gott, jetzt kommen so viele Leute hierher. Jupp, jetzt sind wir zu zweit. Perfekt. Passt. Los geht's weiter. So, gut. Gut, so. Die wollen jetzt schon eine Kriegserklärung an Kusaid. Zögere das mal hinaus. Einen Angriff durchführen. Erstmal marschieren wir da rein. Ich will die ein bisschen knüppeln. Es dauert. Die habe ich jetzt keinen Bock zuzuteilen. Wir machen den da. Ihr kennt das Spiel. Links. Rechts. Hinten. Nochmal hinten. Und ein verrückter alter Mann, der da jetzt gleich mit einem Pferd reinrennt. Fragt mich nicht, wie ich auf diese irre Idee gekommen bin.